Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey mit der guten Cassandra und ihrem treuen Begleiter. Meine Wenigkeit. So, wir schauen mal kurz in die Quests, was wir jetzt machen können. Odyssey-Quest Schlange im Gras. Finde Elbenor, ja. Und ich würde sagen, da tu mal nahtlos anschließen. Das ist auch das, was am nächsten ist. Jetzt ist nur die Frage, wie findet man den Stinger? Bleibt uns ja eigentlich nur wirklich hier mit dem Adler rumzufliegen. Was ist denn das? Mal dahin. Ja, irgendwo muss er sich ja verstecken, das Problem ist. Ah ja, das ist hier ein Anführer. Wie heißt der? König Demas der Hadesbote. Oh. Das ist aber nicht nett. So. Es sind ja jede Menge Wachen. Aber das, was mir fehlt. Ist der Elpenor. Wie können wir den jetzt ausfindig machen? Zivilist, das ist nur eine neue Mission. Hier ist weit und breit nichts. Irgendwo muss sich der Drecksack doch verstecken. Hier sind 100.000 Wachen, aber irgendwie auch keine Spur von dem. Aber der Adler müsste ihn doch jetzt eigentlich finden, oder nicht? Ist auch nichts. Komisch. Könnte natürlich jetzt interessant werden, wenn wir den finden, ne? Wenn wir mit rumfragen, werden wir nicht weit kommen. Was haben wir denn noch für Optionen? Vielleicht haben wir was im Inventar, im Beutel, was uns helfen kann. Okay, du hast recht mit dem kephallenischen Bauernmädchen. Dass ich das Theater liebe, okay. Die Priesterin am Heiligtum des Asklepios. Also, suchen wir jetzt einmal ein Theater und einmal das Heiligtum. Okay, Anlegestelle der Pilger. Ah, Fokus ist das ganze Ding hier nämlich, das ist das Problem. Hügel des Heiligen Krieges. Unentdeckter Ort. Die Frage ist, gibt es jetzt hier ein Theater? Heilige Lande des Apollon. Töchter der Artemis. Geist befragen. Also irgendwo in dem
riesigen Bereich hier. Müsste der sein. Also wir suchen jetzt erstmal ein Theater. Schauen wir mal hier, Icarus, ob wir hier ein Theater sehen. Was ist denn da? Ist das vielleicht hier das Theater des Kira oder ist das jetzt... Ist das eine Art Ort? Wir gehen mal darüber. Ach komm, jetzt musst du wieder laden oder was? Das kann doch nicht wahr sein. So, das heißt... Das war da drüben, ne? Oh, die kann ganz schön weit springen mit ihrer schweren Rüstung, ne? So, vielleicht ist der hier irgendwo. Was war denn jetzt hier für Staub? Hä, was ist das denn? Das ist doch... Da kann ich nicht durchlaufen. Ich wusste gar nicht, dass es so kalt hier ist. Deswegen ist hier immer wieder... Das sind gefrorene Vorhänge, ha? Zack, passiert nichts. Der wackelt nicht mal. Klasse. Wo ist jetzt hier dieser Elpenor? Hier rein? Nein. Kommen wir da einfach hin? Gästehaus. Darf ich da nicht hin? Freut sich keiner, mich zu sehen. Nein, nicht heute. Dreh um und geh weg. Okay. Dann gucken wir mal da hoch, würde ich sagen. Was ist denn das hier? Och, naja. Gesehen haben sollte mich ja dabei keiner. Ja, guck, das bin ich, schau. Hm. Bin gerade etwas ratlos. Da unten ist es auch kein Theater. Aber da gibt es eine Truhe. Na, schauen wir uns die mal an. Hey, seid ihr Zwillinge? Ihr schaut alle so gleich aus. Drillinge. Eieiei. Oh, naja. Das ist ein super. Hätten wir jetzt nicht wirklich gebraucht, ne? Da drüben ist auch noch irgendwas. Ach, das war wieder da drüben auf der anderen Seite. Bloß nicht sehen lassen. So, mal ein wenig Action hier in die Folge. Soll er doch kommen, der Kopfgeldjäger.
hau dann jetzt ab. Zack. So, ich sogar schon zwei auf dem Hals. Also ja. Das ist leicht verdientes Geld. Pizza. Weißt du gar nicht, wo ich bin? Na komm her. Geht zu. Jetzt kommt der nächste da auch noch. Grüß dich. Oh. Feuerlanze ist nicht schön. Komm mal hoch her. Oh Mann. Ich dachte, der fällt runter. Auch gegen zwei ist ja unfair. Schau mal ab. Müssen wir mal kurz ein bisschen regenerieren. So, das warten wir mal kurz. Das Kopfgeld lässt sie dir nicht entgehen. Mein Guter. So, was macht er jetzt? Er kommt her, das ist wunderbar. Sehr gut, komm nur, komm nur, komm nur. Na komm. Oh, warum macht er denn nichts? Jetzt kommt der schon wieder mit seiner scheiß Feuerlanze. Komm, der Löwe her! Oho! Na jetzt? Na, ich werde die doch jetzt mal klein kriegen hier. Ja, eigentlich haben wir das ein bisschen anders vorgestellt. Voll runter. Oh Gott. Macht ihm gar nicht so viel Schaden aus. Ich habe ja gar keine Pfeile mehr. Was ist denn jetzt hier mit dem? Greifen wir erstmal fix den Löwen an.
Alter, ich hab doch gedrückt. Ach, mich nervt das jetzt. Wieso hab ich keine Pfeile mehr, ey? Hui, war das knapp. Viel mehr wirst du nicht aushalten. Gib schon auf. So. Junge, 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 Junge. Das war heftig. So, schauen wir kurz ins Inventar. Ja, das braucht man nicht wirklich, ne? Mal zerlegen hier. Das brauchen wir auch nicht wirklich. Was haben wir hier? Das kann auch weg. Das wahrscheinlich auch, ja. Gut. Da haben wir noch was. Was wir wahrscheinlich auch wieder nicht brauchen. Nee. Also ich zerlege mal ein bisschen. Das denke ich ist ganz gut, wenn wir das Schiff mal ein bisschen ausbauen wollen. Halt, ich wollte schon. Mentes die Hadesbrot. Ah ja. Aber wo ist diese Elpenor? Also, damit es jetzt hier nicht zu langweilig wird, machen wir das ein bisschen anders. Jetzt holen wir uns mal da hinten diese Nebenmission ab. Und werden dann schauen, dass wir vielleicht irgendwie im Laufe der Zeit den Elpenor finden. Da gibt es noch eine zeitbegrenzte Mission. Vielleicht ist die auch ganz interessant. Gibt es etwas, bei dem eine Söldnerin helfen könnte? Eine Kiste guter Wein ging auf See verloren. Piraten versenkten das Händlerschiff. Ich brauche den Wein für mein Festmahl. Du könntest ihn wiederhaben, wenn dich das Wasser nicht stört. Nur besonders Mutige würden sich jetzt in dieses Gewässer wagen. Die Piraten befinden sich immer noch in der Nähe und ich hörte von Haien in der Nähe des Hafens. Ich soll all diese Haie töten. Du hast also alles verstanden? Nö. Ich habe Besseres zu tun. Falls du deine Meinung änderst, bin ich hier. Ja, mal sehen. Aber ich fahre jetzt nicht schon wieder auf See. Ich habe hier genug zu tun. Ah, da oben ist derjenige, der die Kopfgeldjäger bezahlt. Den werden wir dann gleich mal... Entschuldigung. Was ist dein Problem? Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Was ist dein Problem? Das Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast so mit fängt dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keine Söldnerin. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Du brauchst Götter? Ich bin das Nächstbeste.
Oh, eine lebende Göttin? Du kannst dich verkaufen, das lasse ich dir. Also, wer bist du? Ich bin Gelon von der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Es war nur eine Frage. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, es ist nicht deine Schuld. Nach dem Geschäft mit dem Orakel wollte ich mein Schiff und meine Mannschaft hier treffen. Das war gestern und sie sind nirgends zu sehen. Du hast geschäftlich in Focus zu tun? Ich mache überall Geschäfte. Aber im Moment suche ich nur nach meinem Schiff. Also du hast das Orakel befragt? Die? Von wegen. Eher würde ich den Wind aus meinem Arsch befragen. Warum warst du sonst dort? Rein geschäftlich. Ich schätze, ich kann es dir verraten. Sie sagt mir, woher die Pilger kommen. Dann sorge ich für ihren Transport und wir teilen die Einnahmen. So läuft das. So, du willst mir also sagen, das Orakel hätte eine göttliche Eingebung, von woher die Pilger anreisen werden? Ha, nein, verdammt! Sie fragt die Gläubigen, wie voll ihre Häfen sind und sagt es mir. Ganz einfach. Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut, ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und, wir helfen sozusagen. Oh, die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Ich finde heraus, was geschehen ist und bring sie her. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Die Küste im Südosten ist ein gutes Revier für uns. Man kann ganz leicht reiche Pilger in eine Bucht locken. Ihr seid Piraten. Und wenn es so wäre? Ich bin die Piratin, die dich bezahlt. Und ich bin nicht immer Piratin. Nur in meiner Freizeit. Oh, Freizeit? Bist du sicher, dass die Mannschaft nicht gemeutert und dich verlassen hat? Nicht, wenn meine Giki am Ruder steht. Und sie haben den letzten Anteil noch nicht bekommen. Sie würden nicht ohne Bezahlung abhauen. Beschreib mir Giki. Sie ist wunderschön. Daran besteht kein Zweifel. Küsst wie der Sommer. Schon vom ersten Moment an war es um mich geschehen. Das hilft nicht. Ja, gut, gut. Sie hat rabenschwarzes Haar und ein teures Armband, das ich ihr gab. Sie legt es unter keinen Umständen ab. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück. So, eigentlich helfe ich ja keinen. 985 Meter. Bist du verrückt? Wo muss ich denn hin? Ach, Godala. Ach, Godala. Aber... Wir haben ja hier die Möglichkeit zur Schnellreise. Hehehehe. Wir machen jetzt Schnellreise dahin. Hup. Und dann sind es vielleicht nur noch 500 Meter. Und die können wir dann mit unserem Pferd gemächlich reiten. Und dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, eigentlich helfe ich ja Piraten gar nicht, aber... Okay, mal schauen, ob es was bringt. Oh, sogar nur 400. Wunderbar. Dann brauchen wir unser Pferd. Jetzt tun wir nochmal ganz fix die Pfeile wieder auffrischen. Herstellen, genau. Jetzt habe ich es. Maximum. Zack. Prima. Aber wir sollten mehr Holz sammeln. Definitiv. Da bist du ja. Und los geht's. Ab die Post. So. Schön, dass es hier ein Lager gibt. Das lassen wir jetzt einfach mal links liegen.
Das ist die Heizung. Oder das, was davon übrig ist. Was ist da? Besatzung fiel den Haien zum Opfer. Los. Ja, und jetzt soll ich tauchen, oder wie? Oh, sweet! Was weiß ich, leg's mich fett, mir ist wurscht. Das passt zur Beschreibung von Vikis Armband. Schaffe die Schätze. Tauch ja schon auf. Damn. So, schippen wir mal ganz gemächlich darüber. Ach, unser Pferdchen ist ja auch noch da. Schlaues Pferdchen. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich in das Militärlager da rein. Ich fass es nicht. Ja, Wahnsinn. Naja, halb so wild, ne? Wo kommt denn der jetzt her? Junge, Junge, Junge. Boah, Alter, hau der zu, ey. Was ist denn mit ihm kaputt? Huiuiui. Mal sehen, wie lange du durchhältst. Ja, schau halt. Oh, das ist ganz schön schnell mit seiner langen Lanze hier. Du da. Die fresse ich doch zum Frühstück. Weg mit dir. Findest du. So.
davon! Hab ich dich! Cassandra übertreibt sie mal gleich wieder. Oh, da kommt der nächste. Und hinten kommt schon wieder einer angerannt. Oh, das ist einer. Ja, dann schwächen wir den doch schon. Da kommen wir nicht hin, ne? Die Pfeile kamen von da drüben. Keiner da. Ich dachte, hier ist jemand. So, jetzt schauen wir mal kurz. Ich glaube, wir müssten jetzt alle... Was ist denn da oben? Oh, da gibt es wohl eine Höhle. Interessant. So, also ich glaube, er ist jetzt hier der letzte Verbliebene. Ah, guck mal. Den könnten wir ein bisschen zusetzen. Mit dem Tier, was da eingesperrt ist. Mal gucken, was das ist. Viel Spaß damit. Oh. Das müsste halt mal angreifen. Toll. Jetzt habe ich quasi das Tier befreit. Er haut wieder ab. Der war doch gerade weg. Jetzt ist er wieder da. Was geht denn hier mit ihm ab? So, irgendwelche Schätze. Schätzelein, Schätzelein. Ich komme zu dir. So, hier. Einmal. Und zweimal. Ich sollte Gelon von Giki erzählen. So, und irgendwo müssen jetzt die Kriegsvorräte sein. Die haben wir hier. Ups, falsch Taste. Fertig. Jetzt kommt er wieder. Was ist mit dem los, ey? Na komm. Na komm. Gut. Hier bist du richtig. Dein Gott. Oh, nicht schon wieder so ein Feuerfritze, ey. Ugh.
Söldnerhinweis. Wow. Elysia, die Gemahlin des Hypnos. Mhm. So, hier sind wir fertig, ja? Gut. Machen wir das jetzt ganz einfach wieder. Damit wir nicht zu lange brauchen. Dumm, die dumm, dumm, dumm. Kehre zu Gelon zurück. Also machen wir hier einmal Schnellreise. Zack. Und dann sind wir gleich wieder dort. Wenn's denn mal lädt. Wir tun echt die Leute leid, die keine PS. Also ich glaube, in der Zeit, in der das geladen hat, hätte man schon fast den Weg mit dem Pferd zurücklegen können. Da kommen jetzt hier die letzten paar Millimeter. Aber auf geht's. Zäht, zäht, Junge. Zäht, zäht. Jawohl. So, da wären wir wieder am richtigen Ort. Den da oben schnappen wir uns demnächst auch noch. Kehre zu Gelon zurück da. Jetzt dachte ich schon, weil das so ein Krüppchen war, dass da der Elpenor, oder wie er heißt, Elpenor, Elpenor, wie auch immer, dabei ist. War er aber nicht. Hui, jawohl. Noch ein bisschen Spaß, ne? Hallo, bin ich. Ich fand dein Schiff. Und? Jetzt komm schon, wo ist es? Kaputt. Wo ist meine Geeky? Ich auch kaputt. Weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Meine Güte. Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Wo sind sie? Dort. Sie sind tot, klar? Und dein Schiff ist gesunken. Oh, meine Geeky. Ich habe nur ihr Armband gefunden. Geeky. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Ohne Schiff keine Schiffsführerin. Müsste ich ja den Rumpf wieder ausbauen und... Nee. Ich mache mich auf den Weg. Ja, mach das, Söldnerin. Du bist zwar nicht schuld, aber du hast die schlechte Botschaft überbracht. Wenn ich dich und das verfluchte Orakel nie wiedersehe, fühle ich mich gesegnet. Genau deswegen bist du nicht in meiner Besatzung. Kann man die nicht umhauen? Hm, die blutet doch schon. Die ist unbesiegbar. Was ist denn hier mit ihr los? Klasse. Kann ich ja meine Fähigkeiten an der trainieren, oder was? Die fliegt ja nicht mal, wenn ich sie drehe. Wahnsinn. Die kriege ich nicht tot. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall dann noch machen werden, in der nächsten Folge, der immer die Kopfgeldjäger auf uns setzt. Das würde ich sagen, machen wir bei der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Oh, ja, sehr elegant. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. In diesem Sinne, stay tuned und bis bald.